Und damit ein herzliches Willkommen hier aus dem Konami Stadium zum letzten Auftritt der Brasilianer hier bei dieser Copa America in der Gruppenphase. Es ist das Duell gegen den Gastgeber 2021, es geht gegen Katar. Und wir hören uns jetzt die Nationalhymne von Brasilien an. Das war die Nationalhymne von Brasilien und hier die Aufstellung von Katar. Sie starten so in dieses letzte Gruppenspiel, bevor es dann losgeht in die Weltmeisterschaft Vorbereitung. Hier die Aufstellung von Brasilien, Douglas Costa, Fabinho und Marcelo kehren in das Team zurück. Katar wird die Partie hier eröffnen. Und let's go. Ein kleines Update, was den Spielplan angeht. Ich habe einen kleinen Fehler untermauert bekommen. Und das Spiel um Platz 3 findet um 18 Uhr statt. Und das Finale dann um 21 Uhr deutscher Zeit, damit die Teams wenigstens einen Tag Pause bekommen hier. Parallel läuft ja die Partie im Burgstadion zwischen den Vereinigten Staaten und Chile. Jetzt Danilo. Das erste Mal kommt Brasilien. Und eine richtig gute Möglichkeit. Knapp war es. Fast die Führung hier. Bei bestem Fußballwetter hier in Brasilien. Jetzt Fabinho verliert den Ball. Freistoß durch Muammer Hatem. Katar ist leider schon ausgeschieden nach einer Niederlage gegen die Amerikaner und einem Unentschieden gegen Chile ist man leider ausgeschieden, da Brasilien und Chile schon sicher feststehen als Weiterkommer. Allerdings, wer holt sich den Gruppensieg? Fabinho. Arthur. Douglas Costa. Wieder Danilo. Und da steht's 1:0 durch Danilo. Danilo ist der Torschütze. Der Mann von Juve trifft hier nach einer halben Stunde und bringt Brasilien in Front und somit auf Kurs Richtung Gruppensieg der Titelverteidiger. 2019 hat man sich schon den Titel holen können und jetzt will man diesen Titel erfolgreich verteidigen. Das, wo ein Team geschafft hat, war letztes Mal Chile 2015 und 2016. Auf die darauf folgenden Jahre hat man den Titel souverän verteidigt, immer gegen Argentinien. Und das möchte Brasilien auch hier bei diesem Turnier unter Beweis stellen, dass man eben auch einen Titel verteidigen kann. Jetzt Bulus. Weiterhin Bulus am Ball. 35 Minuten sind hier gespielt. Arthur, Neymar und Marcelo. Wieder Neymar, der links heute spielt statt rechts. Im letzten Spiel hat er ja auf der rechten Seite agiert. Und jetzt
besser auf dem linken Flügel unterwegs. Fabinho, Coutinho, Roberto Firmino, Coutinho, Marcelo. Und es wird die Ecke geben, höchstwahrscheinlich. Ja, so ist es. Ecke für Brasilien. Hier gleiches Halbzeit. Und getreten wird die Ecke von Coutinho, dem Münchner. Die kam gut, aber nicht so gut. Trotzdem wird der Ball weiterhin im Spiel gehalten. Sollte Brasilien jetzt Gruppensieger werden, man weiß ja nicht, wie viel es beim anderen Platz steht. Sollte Brasilien Gruppensieger werden, würde man in der Arena Corinthians spielen. Wenn man aber nur Zweiter spielt, spielt man in Buenos Aires in der La Bombonera, wo das Eröffnungsspiel stattgefunden hat, gegen den Gruppensieger der Gruppe D. Die spielen dann morgen in der La Bombonera. Australien trifft auf Paraguay und in der Neusonne Arena trifft Costa Rica auf Kolumbien. Da ist auch noch nichts entschieden. Und dann ist die Gruppenphase bereits beendet. Jetzt trifft dann noch Roberto Firmino zum 2:0 für Brasilien. Das läuft doch wie geschnürt für die Seleschau. Die Gruppenphase überraschend nur im blauen und im weißen Trikots gespielt haben. Wo bleibt das gelbe Trikot? Vielleicht wollte Brasilien mal was anderes ausprobieren. Nicht nur in den standardgelben Trikots spielen, sondern mal sich dumm umdisponieren. Das hat man ja auch schon bei Italien gesehen. Da hat man nur in grünen oder in weißen Trikots gespielt. Nur das Finale. Nee, das Finale hat man auch in den grünen Trikots gespielt. Aber man hat nur im Halbfinale, müsste das gewesen sein, gegen Kroatien, hat man nur in den blauen traditionellen Trikots gespielt. So möchte auch Brasilien spielen, in den blauen Trikots, die eigentlich Standard aussehen. Das Auswärtstrikot, das Heimtrikot wäre ja eigentlich gelb. Aber Brasilien hat schon das letzte Turnier in diesen weißen Trikots gespielt. Und vielleicht sieht man sie auch in den weißen Trikots nächstes Jahr bei der WM. Denn sie sind auf den besten Wegen, erneut sich für die WM zu qualifizieren, die dann in Katar stattfinden wird. Für Katar wird es auf jeden Fall das erste große Event nach der Asienmeisterschaft und der Copa America. Hier darf man auch endlich an einer Weltmeisterschaft teilnehmen. Shahid, die 70. Minute. Und Entschuldigung kurz. Alisson hat den Ball sicher. Arthur, der von dem FC Barcelona zu Juventus wechselt, mit Douglas Costa und Danilo unter anderem zusammenspielen wird. Douglas Costa jetzt am Ball. Und da fällt das 3:0. Wie schon gegen die Amerikaner, gewinnt auch Brasilien deutlich hier gegen Katar. Klar, es ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Aber sie sind bis jetzt das torreichste oder das torgefährlichste Team mit 6 Treffern. 0:0 gegen Chile, 3:0 gegen die USA und jetzt hier ein 3:0 auch gegen den Gastgeber der nächsten Weltmeisterschaft, Saudi-Arabien. Wird außerdem noch Gastgeber sein. Saudi-Arabien wird momentan eher vernachlässigt als Gastgeber. Aber die haben ja auch eine bessere Turniererfahrung als die Kataris. Gazanfa. 2002 war Saudi-Arabien in einer Gruppe mit den Deutschen und 2006 mit Spanien, wenn ich mich nicht täusche.
und da die Latte rettet vor dem nächsten Einschlag hier. 2018 eben in einer Gruppe mit dem Gastgeber Russland, Uruguay und Ägypten. Letztendlich hat man als letzter das Turnier verlassen und hofft auf eine bessere Gruppe bei der Heimausragung. Und somit endet auch diese Partie hier. Die Gruppe C ist damit auch beendet. Jetzt folgen die Highlights aus dem Burgstadion zwischen USA und Chile. Brasilien ist Gruppensieger nach 2 Siegen, einem Unentschieden. Würde dann im Sao Paulo spielen in der Arena Corinthians gegen den Gruppenzweiten, entweder Australien, Costa Rica oder Kolumbien. Auch Paraguay würde ein Wörtchen mitreden. Also bei dieser Copa America ist das Viertelfinale noch nicht entschieden. Ein bzw. 2 Teams werden noch gesucht. 6 stehen schon fest. Und damit sage ich tschüss. Viel Spaß jetzt bei den Highlights aus anderen Partien und dann eine gute Nacht. Tschüss von hier oben.